Hallo, es ist Lia, das sind wir. Heute gibt es die Nachberichterstattung zum DFB-Pokalfinale 2018. Der FC Bayern München gegen den Eintracht Frankfurt. Und zwar war es meiner Meinung nach zwar ein interessantes Spiel, aber nicht finalwürdig, weil es war einfach zu wenig Action, zu wenig Einsatz und Kampfgeist, aber egal. Frankfurt ging nach 10 Minuten in Führung durch Rebic, der hat halt ein Tor geschossen. Ja, war erstmal nach 10 Minuten nicht so positiv und so blieb es dann auch erstmal. Aber dann in der 52. Minute nach der Halbzeit und nach dem Tor ist wirklich nicht mehr viel passiert. Außer ein Freischuss, zwei Freischüsse von Lewandowski. Einer war gut, der andere war nicht gut. Und dann hat Lewandowski aber noch nach starkem Pass von Süle auf Kimmich, der dann vorgelegt hat oder aufgelegt hat für Lewandowski, dann ein mehr oder weniger trotzdem glückliches 1:1 geschossen. Und dieses Tor von Lewandowski war das einzige Tor in der regulären Spielzeit, was Frankfurt in dem ganzen Pokal kassiert hat. Die haben ja gegen Schalke, glaube ich, 2 Gegentore kassiert. Aber das war beides in der Verlängerung, soweit ich weiß. Oder vielleicht war es auch nur 1, ich bin mir da nicht sicher. Und auf jeden Fall stand es dann 1:1. Und dann hatte Bayern noch die Überhand, hätte dann auch noch theoretisch Tore schießen können. Da wurde auch noch Coman eingewechselt, der ja auch lange verletzt war. Und dann kam Wagner für Ribéry. Meiner Meinung nach, ich glaube, das war so ein ausschlaggebender Punkt. Das war einfach falsch, weil Ribéry hat so viel mehr Dampf gemacht als Wagner. Und dann kam es auch zum Gegentor, zum zweiten Gegentor. Und zwar war es, hat James den Ball verloren. Meiner Meinung nach wurde er schon bei dem Ballverlust so von hinten geschubst. Und dann ist der Ball irgendwie hoch. Dann hat der Kevin Prince Boateng den Ball halt an den Arm bekommen. Also halt ungefähr so. Meiner Meinung nach irgendwie dann schon ein Handspiel, weil die Hand war ja nicht angelegt oder der Arm. Und daraus entstand dann das Tor. Da war dann erst, wurde es dann zurückgenommen und dann doch gegeben. Also war das jetzt halt ein bisschen doof gelaufen. Und dann hatte Bayern in der Nachspielzeit noch eine Situation bei einer Ecke. Javi Martinez wurde beim Ausholen oder er wollte schießen und da wurde ihm wieder von Kevin Prince Boateng halt der Fuß weggetreten. Meiner Meinung nach ein Elfmeter. Gab da dann keinen Elfmeter. Hat sich ein bisschen angefühlt wie gegen Madrid, aber ich gönn's Frankfurt auf jeden Fall. Sie haben dann auch noch nach einer Ecke, weil Ulreich mit vorne war, das war der Anschluss zu der Ecke mit dem Elfmeter, wo es dann keinen Elfmeter gab, sondern noch eine Ecke. Ulreich war mit vorne, dann konnten die kontern und dann hat Frankfurt noch das 3:1 erzielt, dann haben alle Fans den Platz gestürmt und dann wurde das Spiel auch abgepfiffen. Wie gesagt, war jetzt nicht so das allerbeste Pokalfinalspiel, was ich gesehen habe. Aber ja, ich gönn's Frankfurt auf jeden Fall und dem Kovac, der ja auch dann nächste Saison bei Bayern ist und dann ja auch hoffentlich gute Spieler kauft und kaufen wird. Und das ist, glaube ich, auch gut für den deutschen Fußball, dass man anders als Bayern oder Dortmund Pokalsieger wird. In den letzten Jahren gab es ja einmal Wolfsburg, damals noch mit De Bruyne und Schalke hat auch mal einen Titel gewonnen. 2011, auch schon lange her. Aber ja, jetzt haben wir mal einen anderen DFB-Pokalsieger. Ich gönn's Frankfurt. Natürlich schade für Jupp, dass er sein letztes Spiel beim FC Bayern verloren hat und nicht das Double geholt hat und ja auch nicht das Triple. Ja, zur Champions League sage ich mal gar nichts. Aber ja, das aus diesem Video. Schreibt mal rein in die Kommentare, ob ihr es Frankfurt gönnt oder ob ihr es Bayern mehr gegönnt hättet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und ciao.